Bis zu 6000 Urgestein könnt ihr gewinnen, wenn ihr bei den Gewinnaktionen für Fanzeichnungen von Yae Miko und Zhao teilnehmt. Wir gehen es jetzt einfach beispielhaft bei Yae Miko durch, was 1:1 das gleiche ist, auch für Yao, die Regeln, Bedingungen etc. Und das Ganze ist eine Aktion im HoYoLab, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und das Ganze geht bis zum 4. März. Was ihr machen müsst, ist im Endeffekt Fanzeichnungen eben für entweder Yae Miko oder Zhao oder für beide einzureichen. Und zwar hier oben. Das ist zwingend notwendig, dass man das Ganze hier oben einreicht, über diesen Button. Alles andere ist quasi ungültig. Andere Alternative zu diesem Button wäre es Social Media. Ist aber deutlich komplizierter, muss man noch ein extra Formular ausfüllen. Lohnt sich nicht meiner Meinung nach, es ist viel zu kompliziert. Und ja, im Endeffekt, was man machen muss, ist neue Originalwerke von Yae Miko oder Zhao schaffen, die innerhalb des letzten Monats entstanden sind, müssen eine hohe Vollständigkeit aufweisen, dürfen keine unfertigen Skizzen sein, dürfen nicht mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop zusammengefügt oder abgeändert worden sein und das Werk muss den Anforderungen entsprechen, die wir gerade durchgelesen haben, und innerhalb der vorgegebenen Frist eingereicht werden. Außerdem braucht man Bilder oder Videos des Herstellungsprozesses von den eingereichten Werken, und muss die dann den Beitrag zufügen. Und wenn man das nicht macht, dann kann man nicht gewinnen. Ja, und die Belohnungen, wie gesagt, der erste Platz, den gibt es jeweils einmal, also für einmal für Yae Miko, einmal für Zhao, 3000 Urgestein. Man kann bei beiden Aktionen mitmachen und theoretisch auch bei beiden Aktionen gewinnen. Das wären dann 6000 Urgestein und 1000 US-Dollar theoretisch. Den zweiten Platz gibt es dreimal mit 1000 Urgestein 200 US-Dollar oder insgesamt sechsmal für beide Aktionen zusammen. Und 10-mal insgesamt für den dritten Platz mit 500 Urgestein und 100 US-Dollar. Und dann können jeweils noch 10 Leute einen Glückspreis, also Fanartikel im Wert von 20 Dollar gewinnen. Dafür muss man quasi einfach nur alle Bedingungen erfüllen und es halt nicht in diese Top 10, Top 9 geschafft haben. Ja, dann gibt es noch so ein paar allgemeine Hinweise. Man darf natürlich nichts damit hier veröffentlichen, was überhaupt nichts mit der Aktion zu tun hat. Und außerdem darf man natürlich auch keine Werbelinks oder andere Werbeinhalte von irgendwie anderen Spielen oder was auch immer da einreichen, ist ja eh klar. Man kann mehrfach teilnehmen, also man kann auch 5 Zeichnungen für Yae Miko und 20 Zeichnungen für Zhao einreichen. Man kann aber nur einmal gewinnen und es wird nur der höchste Gewinn natürlich ausgezahlt, sozusagen. Es gibt mehrere Plattformen, also die Teilnahme haben wir uns ja eh schon angeschaut, kann man auf Social Media teilnehmen oder auf HoYoLab, aber natürlich auch da kann man jeweils nur einmal, also kann man nur einmal gewinnen für das gleiche Werk. Genau, man darf natürlich auch nicht gegen Copyright verstoßen, nichts von anderen Leuten irgendwie abkopieren oder sonst was, ist natürlich auch definitiv verboten und alles ab Punkt 8 ist dann nur noch für Leute relevant, die eigentlich auch gewonnen haben. Und ja, ich finde immer, es ist eine tolle Möglichkeit hier als Artist, sich erstens richtig viel Urgestein zu verdienen oder auch Merchandise, je nachdem, und auch ein nices Taschengeld. Also wenn man eh talentiert ist oder Spaß daran hat, Zeichnungen anzufertigen, dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier ja, seine Kreativität freien Lauf zu lassen. Und wie gesagt, wenn man da mal gewinnt, das sind schon saftige Preise, muss man sagen, für so eine Community-Aktion. Also andere Spiele machen auch solche Aktionen, du bekommst irgendwelche Ingame-Inhalte, sind sie jetzt natürlich auch, aber dass man zusätzlich halt auch Merchandise und oder halt echt Geld gewinnen kann, ist halt schon richtig cool, muss man sagen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ja, damit sage ich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich wünsche euch ganz viel Glück, wenn ihr an der Aktion teilnehmt und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.